mein Anfang. Ich hatte kein nicht mehr Bates. Na, wie heißt sie denn auf Deutsch? Was? Bates? Bates. Nein. Köder. Ja, ja, genau das meine ich. Das ist meine komische Maschinerie. Aha. Meine Steine, die ich alle rausgeholt habe. Ja. Ja, das ist klar. Kiste, Trichter, Ofen, Trichter, Kiste. Ja, simpel. Ja. Das sind ja Animal Simple. Da ist dieses blöde schwarze Schaf. Das ist einmal läuft einmal hier rum und einmal läuft es da hinten rum. Oh. Es ist ein schwarzes Schaf. Das macht mich kirre. Da geht es runter zu meinem. Ja. Entschuldigung. Ja. Du müsstest wieder hoch. Ja, ich bin dabei. Warum fällst du denn? Jetzt habe ich ihn extra schon ein Dinger breiter gemacht. Nee, ich hüpfe nur so gerne, weißt du? Ich will einem zeigen, wie unglaublich schrecklich laut meine Leertaste ist. Jetzt nicht wieder runterfallen, ist ungesund. Ja, sehr gut. Auf einmal schmatzt es hinter mir. Oh, ich kann ja, auch mal wieder was essen. Ich muss meine. Ja, ah, es war gerade mein letzter Pilz. Viel Spaß beim Runtergehen. Oh, krieg ich jetzt einen Drehwurm? Ja. Oh Gott. Hallo. Oh mein Gott, du bist in mir. Geh weg. Ich bin noch gar nicht mehr in dir. Ja, Gott sei Dank. Da kommt einmal so ein Dröhnen von der Höhle. Ja, ja. Weil man einmal durch eine Höhle muss. Also einmal geht dieser Wie schön, Abzug. Dass wir das gleichzeitig bekommen haben. Ja. So. Das ist die erste Etage von meinem Distrikt. Ja, ich würde mich ja schon jetzt nicht mehr auskennen. Ich habe dich gerade angegrinst, obwohl das kein Schwein sieht. Oh. Oh. Ja, da hinten gibt es die... Wobei, ich zeig dir lieber mal meinen fertigen Gang. Ja. Hier ist mein fertiger Gang. Da sind dann schon die ganzen kleinen Zimmer. Ja, wo dann so zwei Betten oder so reinkommen, übereinander. Ja, das geht den ganzen Sieht Gang. Sieht ein bisschen so aus wie in meiner allerersten Minecraft-Welt. Da hatte ich das genauso. Hatte ich auch so kleine Zimmer? Ich dachte mir, das ist super für so eine Fluchtunterkunft. Ja. Einfach ja, voll ganz cool. Spärlich, klein. Genau. Unspektakulär. Und dann geht's noch das ein. Das Nötigste halt, genau. Ja, geht's noch einen Stock tiefer. Nicht so tief wie jetzt gerade eben nochmal. Aber ein bisschen, da ist auch noch nichts ausgekleidet, gar nichts. Ah ja. Und da geht's rechts und links nochmal gegen rein und hier kommt so eine. Ja, ich weiß, wo das ganze Erz her ist. Ja. Und hier kommt so wahrscheinlich so ein kleines Lagerding rein und dann geht's da hinten nochmal weiter, dann kommt nochmal eine Etage drunter, weil ich habe hier hinten nochmal. Oh Gott, ich würde mich sowas von verlaufen da drin. Ich kann ja nur mit dir mitlaufen. Ich kann nicht laufen, ich hab nichts mehr zum Fratzen. Bleib da! Nein! Bleib stehen! Oh Gott. Ich bin doch schon hier. Hier geht's nochmal eins runter. Oh Gott. Und dann haben wir hier nochmal einen Gang. Ja, ich habe erfolgreich die Orientierung verloren. Der geht einmal komplett durch, da kommen auch wieder rechts und links die ganzen Zimmer rein, aber die werden jeweils mit dem oberen Zimmer verbunden. Also das sind etwas größere. Du hast Lead Ore übersehen. Ja, das kommt eh noch raus wegen Auskleiden und so. Chrom, du hast da Eisen übersehen. Hast du übrigens auch. Ja, das kommt alles noch weg, sobald ich auskleide oder so. Und der Gang geht halt einmal komplett. Der ist so lang wie diese Halle oben und die zwei Gänge, die rechts und links weggehen. Die habe ich einfach direkt runtergebaut. Krass. Und da geht's da drüben. Also hier hinten geht's dann wieder hoch. Wie es einfach immer aussieht, als wäre es. Da bist du rechts oder links hochgegangen? Ist wurscht. Okay. Hi. Gut. Ja, dann sind wir wieder hier. Ja, wo auch immer hier ist. Wir sind in dem rechten Gang der Eingangshalle. Ich finde das wahnsinnig faszinierend, wie viele verschiedene Erze wir hier haben und wie häufig die auch vorkommen. Also wenn man hier einfach mal im Gang steht und sich die ganzen Erze ansieht. Echt cool. Oh ja. Ja, das ist mein... Gefällt mir sehr gut. Mein Distrikt 13. Ich war stabiler, gell? Steck mich bloß nicht an damit. Lasst mich mal ganz kurz was checken. Ja, ich
glaube, ich würde meine Aufnahme dann ganz, ganz kurz beenden und wieder starten, dass meine Dateien nicht zu groß werden. Okay, doki. Ich würde denen noch ein bisschen was vorhabe. Dann haben wir einmal Stopp. Und es läuft jetzt wieder alles. Und ich bin wieder da. Entschuldigung, ich bin ja ganz creepy näher gekommen. Ja, Personal Space. Kennst du nicht, wa? Nee. Kannte ich doch noch nie. Vor allem du. Natürlich. Ich reg immer jeden auf die Pelle so. Mhm. 1 Zentimeter vors Gesicht. In Minecraft immerhin, ja. Ja, da gehe ich sogar durch dich durch. Mhm. Es ist praktischer, wenn du dich einfach nur gerade hinstellst. Nur gerade hinstellst und einfach mit den Pfeiltasten. Genau. Mhm. So. Dann hast du eigentlich alles von mir gesehen. Tatsächlich schon. Sehr cool. Sehr cool. Ah, du hast definitiv schon ein ganzes Stück mehr als ich. Ja gut, ich habe auch 5 Stunden offscreen gespielt. Das darf man nicht vergessen. Oh, du hast mir Redstone gegeben. Ja! Freiwillig oder aus Versehen? Nein, ich habe sie ganz am Anfang, als du vor mir gestanden bist. Ach so, das habe ich gar nicht. Aber dann könnt ihr direkt gleich einen Kompass machen. Oh ja, das wäre. Oder zwei Atlas. Kompasse. Jetzt ja von Kompass. Atlas? Vielleicht? Statt Kompass? Nee, wir brauchen ja einen Kompass für den Atlas. Den Atlas? Ja. Okay. Zack. 2 Stück. Oh, ich strecke mich nochmal. Jetzt braucht man natürlich ein Buch, ne? Da war ja was. Das Buch. Ja, mal schauen, wie viel ich... Oh, du Schaf. Da. Papier. Nee, aber ich habe Sugarcane. Oh, Daumen drücken, dass es reicht. Das könnte jetzt gerade reichen. Oh oh. Das reicht, glaube ich. Moment. So. Jetzt mache ich einen schnell. Na? Jetzt? Moment. Jawohl. Hier. Wir haben einen Atlas. Wow. Wie nenne ich denn mein Dorf? Ich bin auf der Tastatur verrutscht. Du kommst mir gerade so creepy rechts ins Bild geslidet. Also wirklich. Ja, ich muss nur schauen, welche Richtung ich wieder nach Hause finde. Du musst, upala, ich glaube, die, da, so. einfach straight durch, ja. Beim ersten Stern rechts und dann immer der Nase nach. Richtig. Tschüss, upala. Tschüss. Ich gehe mal wieder nach Hause. Da ist ein Garden. Ja. Hübsch. Ich winke. Tschüss. 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 Schön mit dir. Tschüss. Oh, ich sehe mein Haus schon. Das sind ja echt. Ja, ich wusste es. Das war so klar. Wie nenne ich denn jetzt mein Dörfchen? Oh, ich bin eigentlich so unkreativ. Nachdem wir 2 Dörfer so nah aneinander haben, müssen wir halt fast überlegen, ob wir zwischendurch die Mauer ziehen. Ja, ich habe eh schon überlegt, dass mein Anfangsdorf jetzt ziemlich nahe an der Mauer ist. Oh. Aber es wäre halt irgendwie schade um die Umgebung, wenn wir da mitten durch die Mauer ziehen. Wir könnten die Mauer gerne so ziehen, dass sie mich vom Pilzbiom abschirmt. Oder ja. Wir ziehen die Mauer einfach mitten durchs Pilzbiom und... Ich kann ja mal... auch so versumpft dort. Ich kann auch mal die, ja, ich,
ich bin verwirrt. Ich kann auch mal die Wegstrecke abgehen, wo ich mir die Mauer gedacht habe und dann im Atlas markieren, weil das siehst du dann ja auch. Ah, ja, genau. Dafür habe ich eigentlich den Atlas hauptsächlich gewollt. Ich habe immer noch keinen Namen für mein scheiß Dorf. Ah, ich bin so unkreativ in sowas. Ich könnte es einfach ganz aus Prinzip, weil es mein erstes Dorf ist in der Welt, Domino nennen. Meine das passt zu deinem Skin. Ja, weil mein erstes, immer meine Städte heißt, leck mich, es heißt Domino. Meine Städte heißen immer Domino. Ich dachte, an Grindelwald, warum auch immer. So, ich packe mir jetzt noch. Ich bin in einem Wald. Aber ich möchte nicht, vielleicht Grundelwald? Nein. Ahaha. Ich bin gerade festgepackt. Aber ich glaube, ich möchte irgendwas mit Wald. Ist mein Bambus schon gewachsen? Ja, 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 ja. Waldflucht? Nein. Vielleicht ist Domino auch nur einfach mein Arbeitstitel. Oh nein, der ist noch nicht gewachsen. Oh. Aber ich brauche doch Essen. Wenn ich den scheiß Weg jetzt abgehen soll. Ich habe ja Dünger. Düsterwald. Das gibt es, glaube ich, in irgendeinem Spiel oder was weiß ich was. Aber es heißt jetzt Düsterwald. Ah ja, und Domino ist auch da. Ja. Das ist einfach, bei mir heißt immer, alle möglichen Städte heißen bei mir immer Domino. Okay, jetzt muss ich den Marker erfüllen. Schämt euch für alle, die nicht wissen, warum es Domino heißt. Ach, wissen die bestimmt. Schämt euch. Wissen die bestimmt. Oder woher Domino kommt. Ich denke, das wissen die. So, aus! Ja, ich sehe dich. Sehr schön. So. Das wollte ich tun. Eisen. Ich bin tatsächlich effektiver, nein, nicht effektiver, produktiver. So. Als wir bei der letzten Aufnahme. Ich mache tatsächlich etwas. So. Das meiste ja, hat sogar Sinn. Ja, ich baue mir jetzt so ein Gerät. Wie du. Der Gerät. Ist immer vor dir im Laden. Und so. Hoppa. So, wie geht's an den? Mit einer Kiste. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Zack. Da brauche ich 4 Stück von, ne? Jetzt kann ich da rein. Die blöde Blume kann da auch rein. Ich habe immer noch 6 Bambus. Bamben. Weißt Whatever. Schon. Bambi, haha. Bambi. Quatsch. Warum? So. So. Und so. Ich mache mir gerade wieder meine Garden Soup. Nochmal 4. Wenn ich was zu essen habe. Das kann ich auch raus. Ich baue mir jetzt so eine automatische. So ein automatisches Ofendings. Mhm. Ich hätte sie an wie was zum Essen. Mhm. Haben Sie schon das automatische Ofendings probiert? Heute ganz neu. So, meine Hölzer tue ich da auch. Schon gell, wieso? Was wird immer so beworben? Mit Ofendings? Ofenfrische. Nee, die Rustipani, genau. Was? Die werden immer mit Ofendings. Was? Das sind so komische Brote. Ah ja. Na gut. Ich hab was gelernt. So eine Mischung aus, also so ein Brot mit Belag und Käse überbacken. Ja, klingt lecker. Ja, meine Schwester meint auch, es ist sehr lecker. Steht tatsächlich auf Ofendinger. Kann ich mir schon vorstellen. Ich gehe in den Dschungel. Oh, das ist bestimmt der Dschungel, in dem ich am Anfang versucht habe zu bauen. Das kann sein, ja. Und dann bist du eiskalt an mir vorbeigerannt. Ja. Ohne Hallo zu sagen. Ich hab dich nicht gesehen, Mann. Wie geil.
Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass wir doch so nah aneinander sind. Das stimmt. Das erleichtert doch einiges. Das stimmt. Wie das gerade mit dem Atlas. Ja, genau. So, jetzt muss ich erstmal meine... diese Spitze finden, die ich meinte. Zack, 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 zack. Ich habe natürlich keine Erde dabei. Oh, ich Intelligenzbolzen. Ja, da habe ich tatsächlich genug. Ich eigentlich auch, aber halt zu Hause, ne? Muss ich halt hier schon ein bisschen was abbauen. Ja, ja Gott sei Dank ist nicht so selten. Stell dir mal vor, Erde wäre selten. Oh Gott. Und wir müssten Baugerüste oder sowas aus Kobbel machen. Ich würde ja sterben. Ja, ekelhaft. Habe ich dann die Übersicht verloren, wo ich eigentlich lang wollte? Nee, ich weiß es noch. Gut, dass ich mein Haus noch sehe. So. Ich habe die Hopper gerade falsch gesetzt. Muss sie wieder wegnehmen. So, jetzt brauche ich meinen Atlas. Genau. Ah, Öfen brauche ich. Ich habe schon wieder keine Stimme. Oh, oh, vielleicht sollten wir doch aufhören, wir werden beide so leise. Ja, ich muss gerade meine Mauer ablaufen, deswegen bin ich gerade still. Ich anständig. Bin einfach nur durch. Ich vertippe mich die ganze Zeit. Aha! Entschuldigung. Aber eigentlich könnte ich es hier jetzt auch blind machen. Weil ich hier gerne so die Berge hier mitnehmen würde. Aber in die Richtung reicht es auch dann schon, weil dann würde ich schon, damit du das auch siehst, wie ich bei uns drüben die Mauer verlaufen lassen wollen würde. Ja, genau, kannst du an die Marker. Diese dezent roten Marker. Dezent. Heißt noch nicht alle Mauer oder so. So. Funktioniert das jetzt so, wie ich mir das vorstelle? Zack. Das ist jetzt episch langweilig. Dafür habe ich epische Musik. Ich auch. Zack. Ja, das scheint zu funktionieren. Deine Trichter-Hopper-Dakt Dingenskirchen. Dein der Gerät. Ja, der Gerät funktioniert.